So, ein wunderschönes Willkommen zu Folge, Clicker Hero Folge 24. Hoffe ich auch, dass es stimmt. Wenn ich muss ich später noch umbenennen. Genau. Ja. Ich habe tatsächlich einfach den Browser die ganze Zeit, nee, ist der falsche, die ganze Zeit offen gelassen. Weg mit dir. Ja. Wie man schon sieht. Warte mal ganz kurz. Wir haben nicht mal 1E1 geschafft. Ja doch, 1E1. Wir haben nicht mal das Zehnfache von davor. Okay. Dort ist jetzt natürlich ein bisschen nachdrücken. Dann tun wir dies auch mal ein bisschen. Guck mal erstmal hier, was los ist. Ach, überhaupt ein bisschen das. Alles her damit. Get nothing, naja, danke. Ach, komm hier. So. Oh. Und wie sieht's hier aus? Okay. Ja, die Frage ist, versuchen wir noch ein bisschen nachzudrücken jetzt oder senden wir direkt, weil jetzt ehrlich gesagt, wir haben nicht mal 1E1, das heißt, doch ich versuche mal ein bisschen nachzudrücken hier, wir haben ja unsere super Skills. Ich würde mal sagen, wir nutzen die auch einfach mal. Wir gehen mal auf 134, denn der Boss, den... Naja, wir haben anderthalb Minuten Zeit. Das könnten wir so tatsächlich schaffen. Aber ich will jetzt nicht so lange hängen, deswegen bleiben wir erstmal hier. Und gucken erstmal, dass wir ein paar Kisten, also mindestens eine Kiste bekommen, obwohl wir eine Kiste haben. Aktiv schon mal unseren Autoklicker. Autoklicker sag ich schon. Unser Golden Klicks hier. Und dann geht's aber ab hier. Hoffe ich doch. Du kommst erstmal weg. Du gehst damit drauf. Jetzt ist nur die Frage. Hoffentlich kommt jetzt eine Kiste. 9% Chance. Na gut, dann müsste eigentlich spätestens jeder 10. Boss eine Kiste sein, ne? Außer natürlich, wir haben wieder so viel Pech, dass jetzt natürlich 300 Monster lang keine Kiste kommt und dann ja. Boy. Alter, hallo, Erde am Kiste, bitte kommen. Ach Gott. Oh, was ist hier los? Na, so. Weg. Ja schon. Was ist hier? Das mache ich gleich hier. Mache ich gleich Harakiri. Oh, du ohne mit rein. Ach, Mann. Ja, Digga, ernsthaft jetzt? Kann man bitte eine gottverdammte Kiste kommen? Was ist denn los hier? Also, ist ja jetzt. Also, jetzt haben wir aber schon hier weit mehr als 10 Monster. Sag mal, hallo? Hallo? Hallochen, Hallöchen, Hallichen, Hallachen. Sag mal. Ja, das ist genau das, was ich meine mit der Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich trifft die eh nicht zu. Vor allen Dingen dann, wenn man sie braucht. Also ich weiß jetzt nicht, was er unter 9% versteht. Ich dachte eigentlich immer 9% ist 9 von 100. Also das war das, was mir damals mein Mathelehrer erklärt hat. Ich meine, ich habe bisher immer bezweifelt, dass uns der Mathelehrer angelügt hat und 9% eigentlich nicht nur 9 von 100 heißt, sondern, na geht doch, 9 von ein paar hundert Millionen, aber, ja. So, jetzt können wir hier loslegen. Das sieht doch schon gleich viel, viel besser aus.
Sehr schön, sehr schön. So, das Ding hält jetzt 2 Minuten. Naja, ein bisschen mehr sogar. Und in der Zeit können wir jetzt hier unten noch mal ein bisschen zerficken. Ich hoffe, wir es zumindest doch auf 1,20. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist echt gar nicht mal so schlecht. Das Schöne ist natürlich, dass jetzt auch über Nacht, ne, wie gesagt, der lief jetzt, naja, fast 8 Stunden durch, Quatsch, fast 12 Stunden durch. Das natürlich auch während der Zeit nochmal die Kombo hier schon aufgebaut hat. Der heißt, das kann ohne mal ordentlich reinpfeffern. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier Gold, damit wir schon Gold golden. Und sobald das Gold gegoldet Gold, machen die auch noch rein, so, machen wir dann ein bisschen ohne hier diese Lucky Strike rein, was dann auch nochmal 3 Minuten hält. Und dann können wir richtig wegbumsen hier. Ja, so hoffe ich doch. Ich meine, wir kommen zwar damit nicht viel weiter als bei 1,20, aber immerhin schaffen wir vielleicht, naja, 2,20 oder sowas. Also noch ein bisschen rauszuholen, mal gucken. Naja. Kurz, ich versuche mal hier nochmal bei dem noch mal ein paar Level rauszuholen. Okay, jetzt machen wir den nochmal und dann haben wir jetzt wieder pro Ebene gerade mal so zwei, drei Bosse, zwei, drei Monster. Das heißt, der Effekt erstreckt sich über mehrere Level, da jedes Level kürzer dauert. Ne, so ist jetzt meine Kopf-Gehirn-Taktik. Mal gucken, ob das ein bisschen funktioniert. Ah, schade, jetzt ist Golden Click raus. Das heißt, ab jetzt wird er nicht mehr gelevelt. Das heißt, jetzt müssen wir das, was wir haben, möglichst effektiv mit Lucky Strike auslucken. Ja. Tja, wir hätten auch noch, natürlich, nachdem wir das hier aktiviert haben, das Ding nochmal zurücksetzen können mit Reload. Das wäre eine wahrscheinlich mögliche Lösung gewesen, dass wir das hier natürlich noch ein bisschen effektiver hätten auskosten können. Haben wir aber nicht. Boah, Alter, siehst du, Lucky Strike alleine bringt halt eher wenig, weil die Monster halt so schnell so viel stärker werden, dass man selbst mit Lucky Strike halt ein paar Monster natürlich weiterkommt, klar, keine Frage, aber man merkt schon, es hakt ein bisschen. Schwanzpenis. Aber immerhin, wir haben schon fast 1,4 ja klar, 1,4 E20, also ne, man kann da schon ein bisschen stolz drauf sein oder so. Ja. Das Schöne ist, der Effekt ist aber gleich weg. Schade eigentlich. Na gut, ich meine, den Boss schaffen wir jetzt noch, aber das bringt halt jetzt halt auch nicht mehr so viel. Also, ja, wie gesagt, mindestens 1, 1, also mindestens 1,4 haben wir. Alter. 1,4 E20 haben wir. Es ist halt wirklich gerade eine Zehnfache von davor. Alter Schwede. Ja, wie erfuckt. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dort ist er jetzt nicht so prickelnd, würde ich mal sagen. Würde ich mal. Halla, die Waldfee. Das kann auch heiter werden. So, das Lucky Zeug fast raus, oder? Ne, ist noch als aktiv. Das heißt, die 1,5 schaffen wir auch noch. Also 1,5 E20 schaffen wir auch noch. Aber dann wird es danach garantiert. Also, ich glaube mal, das Ding ist hier gleich aufgebraucht. Ja, und aufgebraucht. Ja, gut, jetzt schaffen wir es. Nee, jetzt können wir es vergessen. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, gut, okay, na, dann kommt hier Feierabend aus Ende finito. Ich mach mal weg hier, bam. So, danke schön. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier, was wir hier. Setzen wir mal hier ein bisschen was auf Level auf 60 oder so.
2E18, komm, das können wir machen. Wie sieht's hier unten aus? Monster, na gut, das bringt nicht allzu viel. Das bringt tatsächlich auch nicht allzu viel. Weil ich will jetzt auch nicht wieder alles verschwenden, was wir hier haben an Möglichkeiten. Na gut, das hier bringt vielleicht doch ein bisschen was. Wobei, hat man gerade gemerkt, ne? Wenn man es braucht, kriegt man es doch nicht. Danke dafür. Ich nehme die beide mal trotzdem. Dankeschön. So. Golden Klicks. Ja, 120 Sekunden. Also kriegen wir nochmal 20. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, guck mal, Makamaru haben wir bereits. Hier unten. Also eher ja, eher nein. Obwohl. Naja. Es wird halt langsam auch hier, ne? Unser Geld. Jetzt haben wir nur noch 1,3. Hallo, die Waldfee. So, das haben wir. Da haben wir aber jetzt eigentlich ein bisschen, ne? So ein bisschen was. Bisschen haben wir jetzt ein bisschen gebissen. So, und jetzt. Ach, ich speichere mal vorher, bevor ich hier irgendwelche Scheiße baue. So wie letztens bei Juggernaut, wo wir einfach mal hier gelevelt haben und dann. Level und er levelt noch. Speichern. Ersetzen. Genau. So. What we are doing is. We fuck the police. Ja, eins. Das heißt, wir schaffen nicht mal hier auf 1E10. Allein das wird schon zu teuer. Ach du Kacke. Ja, wir haben verloren. Das wird so nicht funktionieren. Also, ich meine. Ja, wir kriegen alle gerade mal auf 5. Oder ich mache sie zumindest erstmal auf 5. Und dann gucken wir mal weiter. Wo ist der andere? Hier unten, genau. So, wie ist es auch bei Jaggernaut? Jaggernaut ist der, der ganz schön schnell, ganz schön teuer geworden ist. Alter, der ist immer noch ganz schön schnell, ganz schön teuer. Achso, wir haben nur noch einen E19. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah ne, so wird das nichts. Also da können wir hier. So wird das Ganze definitiv nichts. Ja, jetzt haben wir nur noch fast die Hälfte von dem, was wir davor hatten. An Hero of Souls. Also es wird ein bisschen knifflig. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt den von gestern. Was ist das für eine lange Zahl hier unten, ey? Ja, es wäre gerade mal 1 in 19. Dann nehmen wir das definitiv erstmal nach der Transaction auf. Apropos, ich muss ja noch die heutige Transaction machen. Fällt da mir gerade auf. So wegen Baum und Apfelmus und so. Ich öffne mal hier ganz kurz. Dankeschön. So, das heißt, ja. Und sind jetzt gerade aufgrund der Mangelerscheinungen der Hero sollten bisschen die Hände gebunden. The question ist, was machen wir da? Ja, komm, wir kaufen hier nochmal 10.000 Level, dude, easy. Oh Mann, das ist alles so teuer. Das ist alles so teuer. Das ist scheiße. Das ist Kacke. Das ist echt Dreck, Alter. Ich meine, wenn wir jetzt gerade mal das Zehnfache von davor hatten, dann wären jetzt diese beiden Essentials noch weniger. Lohnt sie sich denn überhaupt noch? Okay, wie viel würden wir jetzt überkommen? 25. Naja, das heißt, wir bekommen bis heute. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt mit zwei Ascension, also bis heute Abend, vielleicht auch nochmal auf ungefähr so 1E10 kommen. Das heißt, wir schaffen es dann insgesamt gerade mal auf 1E30. In 2 Tagen. Hä, was laber ich gerade? Nein, auf 30 Heroes, Ancient Souls meine ich doch, in 2 Tagen. Das ist ein bisschen traurig, also muss man schon mal so zugeben, wie es ist, ne? Also bin ich nicht glücklich mit, aber ist halt so. Ich meine, was willst du machen? Da steckst du nicht drin, wie in deiner. Okay, ist jetzt gut. Okay, ihr habt recht.
Der Witz wird alt. Und ist nicht nett. Mal ganz davon abgesehen. Ich meine, ja. Mann, oh. Das ist scheiße, ist das hier. Was machen wir denn da? Ich guck mal noch mal ganz kurz, ob wir nicht vielleicht noch irgendwas haben, was uns irgendwie in irgendeiner Weise den Arsch retten könnte. Clickstorm. Power Search. Ja, ich meine, ich könnte die bei dir jetzt auch noch mit ins Boot holen. Nee, das bringt aber nicht so viel. Ja, das ist der, den ich meine. Den können wir uns dann auch für Idle holen. Weil der, ne? Da haben wir halt DPS-Bonus für wegen, weil ungenutzte Autoklicker, die wir ja im Idle nicht benutzen. Ich meine, gut, nicht alle. Einer würde dann tatsächlich hier auf dem Held liegen, aber da hätten wir immer noch 4 unbenutzte. Das heißt, bereits bei Level 1 hätten wir 40% DPS-Bonus. Ne? Also das bringt schon was. Aber eben, das ist halt alles. Ja, also tatsächlich, nächste Transcension machen wir direkt einfach Idle Build. Habe ich irgendwie Bock drauf. Second Duration Power Clicks. Ich meine, wir können ja nächste Ascension tatsächlich mit Hybrid Build arbeiten. Könnten wir vielleicht jetzt schon? Nee, jetzt schon bringt nichts, weil ich müsste erstmal den entsprechenden Outsider leveln und dafür wollen uns gerade die Souls. So, der hier. Healing up and level costs. Doc Ock. Der wohl falscheste Name der Welt. Doc Ock. Alter, wer kommt auf so einen Namen? Ist genauso wie Cocktail. Wow, erstmal. Ja. Doc. Alter. Es tut mir leid. Ich bin gerade komplett. Ja, beides mit G. Alter, ich bin gerade so komplett. Wow. Ist einfach nur. Einfach Feierabend, ich brauche Feierabend. Ich bin gerade jetzt aufgestanden, okay? Ich brauche Liebe und Zuneigung. So, das heißt, wir würden ihn auf Level, ich sag mal Level 50 bekommen, da hätten wir 40% Bonus, also 40% weniger Kosten. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich meine, wenn wir dennoch zusätzlich einen holen, der uns doppelt Gold bringen würde, da hätten wir halt schon vierfach, aber da haben wir ja schon alles, was ich soweit weiß. Nächster. Ja, schon wiederholt sich das Ganze. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Obwohl, hier haben wir noch mal einen, der Gold bringt. Wenn wir den hier auch noch erhöhen, für ein paar Sekunden, dann hätten wir für ein paar Sekunden doppeltes Gold. Power Search, Super Clicks, es ist alles so. Alles nicht so schön. Weißt du was? Wir holen uns einfach mal diese ganzen Figure-Level, die alle auf Level 50. Dann sind sie nicht so teuer. Aber wir haben zumindest gesagt, aber wir können mindestens sagen, okay, wir haben es versucht. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um diese Welt gerecht zu werden. Das sind alles Eidler. Also, hier ist noch einer. Clickstorm. Oh, das war schon. Jetzt haben wir nur noch unsere Eidler. Also unsere Eidler und der hier relativ useless ist. Ja, das war's. Mehr geht's nicht. Das kann man jetzt. Okay. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wo die abgeblieben sind. Da ist einer. Den geben wir 49 Level. Boop. Und 49, boop. So, jetzt haben wir die ganzen Skills alle ein bisschen hochgeskillt.
Wortwitz des Jahres. Ich bezweifle, dass das allzu viel bringt, aber vielleicht, weil wir zu viele mit einmal gekauft haben, tut die Masse an Skills, die wir gleichzeitig quasi über längere Zeit nutzen können, dann vielleicht doch ein bisschen positiv was. Wir werden sehen, ich habe keine Ahnung, frag mich doch nicht. Mann, sehe ich aus wie, weiß nicht, Gott? Ja, okay, wir haben alles. Achso, halt, ich wollte hier noch diese Runde machen. Ich wollte hier noch meinen Boss bekämpfen. Den Boss des Bosses. Autoklicker, 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 Autoklicker und Autoklicker. Und jetzt Gilde oder Klicke. Today. Fight. Overkill, 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 Overkill. Sehr schön. So, das heißt, wir haben dann für heute für die Transcension dann alles bereit. Wir haben schon mal ein paar Hero Souls, die wir bekommen. Wir haben sowieso auch so schon, wir könnten auch so schon uns Hero Souls kaufen und leisten, wegen weil hier Klicker, Dixabumster, Penis. Ja. Hier hätten wir eigentlich noch 63%, wenn es jetzt auch noch ein Achievement gibt für Es geht alles schief. Da ja auch der Name Achievement, weil alles schief. Also irgendwo hört der Spaß aber auch auf hier, ne? So, Collect Reward, ja warum nicht? Bringt mir zwar hier erst absolut gar nichts, aber okay, es ist in Ordnung. Jo, mehr gibt's denn hier eigentlich nicht. Oh, ich kann bei meiner Ascension, die ich hier gerade mache, bei meinem Tablet, kann ich mir mittlerweile wieder Xavira kaufen. Also die letzte Dame, die hier irgendwie, die hier. Ab dann kommen ja diese vier neueren Viecher. Die dann gleich ganz schon teuer werden. ja, ist halt so. Aber gut, das soll uns jetzt hier eigentlich soweit nicht weiter egal, nicht weiter interessieren. So, von daher bitte einmal. Achso. Ja. Einfach weg. So, ja. Da würde ich mal sagen, machen wir hier noch hier unsere Autoklicker klicken. Dann kaufe ich mal ein paar Bosse hier. Ein paar Bosse, klar. Ein paar Viecher. Sie haben Post. Sie haben Post. Sie haben Post. Hey Ronny, machen wir nachher noch BP? Hm. Deine Mutter macht BP. So. Oh gut, ich gehe mal ein bisschen weiter hier. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, wie Schatz, was alles hier. Ja. Tja. Wie gesagt, bei der Transcension respecten wir und dann machen wir komplett einen neuen Ansatz und dann gucken wir mal, wie gut wir mit mittels Eiteln durchkommen. Das gibt eine Katastrophe, sage ich euch. Eieieiei. Ich meine, das Schöne ist bei Eiteln wenigstens, man kriegt halt ordentlich Gold. Das heißt, man kann sich wesentlich höherleveligere Helden leisten, die dann natürlich von sich aus schon mehr Schaden machen. Dann haben wir auch noch die ganzen DPS-Bonus, also zwei, aber die werden immerhin relativ hoch. Die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, reicht das halt aus, um hier die Combo auszugleichen, die wir dann ja nicht mehr haben, zum Beispiel. Und da ist dann immer so die Sache,
Das bezweifle ich dann irgendwie immer. Ja. So, dann machen wir hier noch so und so. Sehr schön. Dann jetzt alle Upgrades kaufen. Bam, bam, bam. Und dann können wir eigentlich, ja, Feierabend machen. Genau, mehr gibt's nicht. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, minimieren und dann schauen mit V. Man sieht sich. Irgendwann mal.